Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental Version. Wir haben gerade in der letzten Folge die Quest mitten in der Nacht mal wieder abgeschlossen und ich kämpfe hier gerade drum, den ollen Tresor aufzukriegen, das letzte Puzzlestück noch vom Haus, um den geilen Stuff hier mit abzugrasen. Und ich muss draußen noch einen Schuppen aufmachen. Mein altbewährtes Problem, ich bin überladen und ich habe mal wieder keinen Platz. Was kann ich denn hier verschmerzen? So, hätten wir das auch noch. Wahrscheinlich sind die jetzt alle irgendwo da unten. Guck mal, da unten. Oh, gleich ein Feral. Ja, prima. Also, es wird schon ein bisschen aufregender hier nachts. Nicht mehr nur so Noobsi-Zombies. Na? Ja, nicht runter hier. Ey, bleib doch mal stehen. Wie soll ich dich denn da treffen? Ach, guck, ist tot gegangen. Jetzt ist es auch verhältnismäßig ruhig. Ich hätte gerne meine Pfeile wieder. Danke. Nun, die anderen scheinen sich gerade alle irgendwie verausgabt zu haben. So, dann gucken wir hier nochmal. Wie verschlossen? Was ist das denn? Seit wann sind Schränke hier verschlossen? Ups. Irgendwen habe ich jetzt wach gemacht. Wo sind sie denn? Okay, sie sind jetzt definitiv im Haus. Das heißt, dann kann ich mich eigentlich draußen hier so ein bisschen umgucken, nicht? Die sind ja beschäftigt. Ach so, ich muss hier aufmachen. Ups. Das hat sich jetzt aber schon ziemlich nah angehört. Der scheint hier in der Ecke zu sein. Na komm, nur die Mutigen gehen nach vorne. Hallo. So um die Ecke denken ist nicht deren Stärke, kann das sein? Wo ist das denn? Ach da. Oh, noch ein Feral. Na? Ja, ja, in so einer Situation ist so ein Bug wirklich hetz allerliebst. Aber hey, haben wir auch geschafft. Jetzt kann ich sogar die Kiste da gleich freikloppen. Oder auch nicht. Oder doch? Nee. Komme ich doch noch zu meiner Kiste? Kann ich doch noch looten? Nein. Ja, und das nächste Problem. Ja, komm, wir müssen ja mal hier ein bisschen reparieren. Und da nochmal reparieren.
Hat mir jetzt irgendwie auch nichts gebracht. Ach ja, ich brauche Rohre dafür und kein Repair-Kit. Okay. Was könnte ich denn noch? Schalter, ja komm, weg damit. Auch kein Mensch. Noch nicht. Dann kann ich ja eigentlich draußen weiter looten, ne? Weil Tor ist ja jetzt hier offen. Und erfahrungsgemäß gibt es ja hier noch ein paar Bücher und so, wie man sieht. Das war da auch ganz okay. Was machen wir als nächstes? Das haben wir. Immerhin kann ich die Sachen stacken. Naja, fast. Bis auf das da. Gut, dich lassen wir da mal. Und das lassen wir auch da drin. Das ist jetzt nicht so von Bedeutung. Jetzt könnte man noch, wenn man will, diese Dinger hier zerlegen. Aber da ich echt keinen Platz habe, ist fraglich, ob das Sinn macht. Was machen denn Vitamine? Erschöpfung heilen. Ja, hier, ich bin super erschöpft. Wenn man die nämlich zerlegt, wenn man den ja eh aktuell nicht nutzen kann, kriegt man nämlich so ein paar coole Teile. Und Stahl, wie man sieht. Das funktioniert auch mit den anderen Automaten übrigens. So, wahrscheinlich geschmiedetes Eisen, Schraubenfeder, oh Mann. Schraubenfeder. Irgendwas ist ja immer, nicht? Ist schon nicht einfach, wenn man so überfüllt ist. Ich sag's ja immer wieder, der Platz ist einfach zu klein. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt auch noch was kriegen. Rohre, ja. Und Stein. Okay, ist jetzt nicht so attraktiv. Hallo. Hä? Okay, Fehlalarm. Gut, dann hätten wir das. Dann können wir eigentlich direkt zur Base. Fahrrad ist da hinten. Ja, war klar. Händler habe ich. Hier müssen wir noch mal gucken. Bö. Na gut, dich kriegen wir auch noch. Bist ja zum Glück kein Feral. What? Hört sich schon lustig an, ne? Ich hätte schwören können, dass ich hier gerade so einen Zombie gehört habe. So, aber wer weiß, was haben wir denn hier? Spülbecken. Das finde ich prima. Blei und Messing. So, dann hätten wir eigentlich auch das Wichtigste. Fahrrad, ab nach Hause. Gut, dass der Weg bis nach Hause nicht so weit ist. Dummdi-dumm. Und schon bin ich zu Hause. Wo kann ich irgendwas? Boah, ich habe nicht mal was mitgehabt. Guck mal. Alles beisammen. Und meine Pilze sind auch fertig. Perfekt. Das. Oh, hier, die Farbe. Was ist das denn? Ein Hirsch. Wer kloppt hier unten? Nicht bevor ich den Hirsch bekommen habe. Nein, hier geblieben. Shit.
hat mich entdeckt. Lass meine Base heil, du doofes Ding. Der kann natürlich auch gerade in der Base sein, fällt mir gerade auf. Au! Summer! Nimm dies. Ich wollte meinen Hirsch. Da ist er. Kann ihn immer noch kriegen. Oder auch nicht. Super. Tolles Versteck. Ja. Immer diese Zwischenfälle hier. Nicht mal in Ruhe jagen kann man. Geh weg. Ich muss meine Beute holen. Schnell einsacken. Wer weiß, wann ich wieder was krieg. Ja, ja, ich bin überlastet. Ich kenne das Spiel. Juhu. Ich habe einen Hirsch. So, jetzt aber schnell, schnell. Da ist noch einer. Bevor du mir auch noch anfängst, meine Base zu zerrocken. Ruhe da. Ach ja, keine Ausdauer. Mal wieder. Letztes Gedöns. Und dann kann es auch weitergehen. Dann ab zum Trailer. Der macht jetzt eh gleich auf. Und das Wichtigste zuerst. Wo war das? Öffnen. Reparieren. Öffnen. So, diese olle braune Farbe packen wir nämlich hier jetzt mal raus. Das geht ja gar nicht. Und dann fällt mein Fahrrad nämlich gleich auf. Nicht, dass rosa jetzt meine Lieblingsfarbe wäre, aber... Blau habe ich noch nicht. Yay! Weiter geht's. So, was kriegen wir denn Schönes? Tagebuch des Jägers haben wir schon. Schraubenschlüssel Stufe 2, Lederhandschuh, eiserne Armbrust Stufe 2. Das bringt 100, 134, 43, 96. Ich nehme den Schraubenschlüssel. Oh. Ackerbaupaket, Nahkampfmod. Nahrungspaket. Oh Mann, was nehme ich denn? Besagten Rüstung in erhöhter Qualität. Das hätte was. Nahrungspaket. Mit Paket mit Nahrung. Ist eigentlich nicht mein Problem. Zufälligen Nahkampfmods. Ich glaube, ich nehme Nahkampfmods. So, irgendwelche Aufgaben. Warte mal, besondere Aufgänge. Ach komm, wäre jetzt nochmal Handelroute. Ja. Dann müssen wir wohl nochmal Handelsroute öffnen. Ist okay. Dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir die Handelsroute öffnen und dann zack, wieder nach Hause. Hallo. Wo müssen wir denn jetzt hin? Bestimmt nach Osten oder so. Da nicht, da nicht. Was ist das denn? Ja, na, dann gehen wir doch dahin. Aber vorher... Gehen wir erstmal dahin. Nehmen wir die Kiste nämlich dann als Wegpunkt weg. Ich hätte mehr Kaffee mitnehmen sollen. Ah, das heißt, wir gehen in Schnee. Okay.
So, das heißt, die Kiste hier kann weg. Uah, das ist aber eine ganz schöne Ecke. Also ganz, ganz schöne Ecke. 1,5 Kilometer. Na, mal gucken, was mich hier so erwartet. Vor allem werde ich frieren, weil ich nicht so warme Klamotten anhab dafür. Oh, ich friere ganz schön. Nicht gut, gar nicht gut. Ranger Station Echo. Gar nicht gut, wenn ich hier so friere und friere und friere. Oh, vor allem, wenn ich da jetzt drüber muss, über den Berg. Oh, Bär! Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Sonst war es das. Glück gehabt. Also, hier weht schon mal ein anderer Wind. Boah, der hat mich aber gesehen. Oder? Oh, auch Glück gehabt. Alter Schwede. Wo ist die olle Kiste hier? Meine Güte. Wehe, das lohnt sich nicht. Kurz vorm Sterben hier. Kein guter Ort für mich. Überhaupt nicht. So gar nicht. Da ist auch schon wieder irgendwas, was auf mich wartet. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was das ist, ein Tier. Ganz schnell weg. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar mehr Tiere. Wo muss ich jetzt hin? Echt jetzt darüber? Wo ist denn hier ein oller Weg? Wer hat nochmal gesagt, dass wir hier hingehen? Kann das unmöglich gewesen sein? Ich hätte mir wärmere Kleidung anziehen sollen. Und was Warmes zum Trinken. Ja, für sowas habe ich jetzt hier keine Zeit. Geh mir vom Acker. Jetzt geht's nur noch bergab. Das macht die Sache einfacher. Etwas zumindest. Boah, hier gibt's Honig. Kann natürlich auch sein, dass die Wahrscheinlichkeit hier im Schneegebiet vielleicht höher ist, Honig zu finden, als jetzt zum Beispiel im Waldgebiet. Das testen wir doch gleich mal aus. Nein. Das erste, was wir jetzt machen, ist die mal auf Anschlag laden und die andere auch. Und dann packen wir mal das Fahrrad direkt hier hin und sehen zu, dass wir hier weiter wegkommen. Da ist eine Straße, das ist prima. Die fahren wir jetzt auch lang. Oder so halblang. Aber das macht schon mal um einiges leichter, wenn ich jetzt hier eine Straße habe. Boah, so langsam wird es kalt. Da ist hier die Stadt. Boah, meine Ausdauer ist es hier echt nicht zum Besten bestellt. Kann ich hier mal irgendwie was Cooles finden? So eine Mütze oder so? Nö, habe ich verstanden. Muss ja auch nicht. Dann nehme ich mir halt einfach dieses Auto vor. Auch nicht, okay. Nö. Gucken wir mal. Ab in die Richtung. War jetzt nicht die beste Idee. Ist schon mal ein bisschen anspruchsvoller, dieses Gebäude offensichtlich. Und allein die Tatsache, dass es hier im Schnee ist, macht es jetzt auch nicht so viel besser. Aber ich habe es erreicht. Das ist prima. Das heißt, ich kann mich jetzt gleich draußen aufwärmen. Hui. Mal gucken, wie kuschelig es hier jetzt gleich wird. Leider habe ich jetzt Glück oder Pech, ich weiß noch nicht, wie ich es bezeichnen soll, dass ich jetzt hier wieder den Kirchentrailer habe. Na, kommt rein. Das ging ja schnell. Und leider nicht so viel Loot. Der Nahrungsverbrauch ist hier aber enorm, weil ich halt unterkühlt bin. Gut, dass ich mir nicht so viel zu essen mitgenommen habe. Also wie man es macht, ist es halt immer falsch, ne? Merkt ihr schon. Hey, ich will hier rein. Denn halt nicht. Gucken
gucken wir hier nochmal. Hier war auch nichts. Vorhin standen da mal Schuhe. Oh, eine 6er Spitzhacke. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt bin ich ja wohl hier. Die Queen schlechthin. Hohoho. Tresore, nehmt euch in Acht. Jetzt komm ich. Guck mal, ich hab Kaffee. Schade. Das hört sich aber nach einem Tierchen an und nicht nach meinem knurrenden Magen. Weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Keine Kiste. Au. Da ist er. Miezekatze. Oh, direkt getroffen. Ja, komm. Ah, nein, nein, nein. Boah. Ho. Das war ja wohl hier. Krasser Scheiß. Die hat ja mal einen Sprung hier und das durch die Tür. Hoffen wir mal, dass die nicht nachgibt. Hey, nicht abhauen. Die kann doch nicht abhauen. Sowas. Jetzt habe ich meine ganzen Pfeile. Hallo? Los, du olle Miezekatze. Komm gefälligst. Wo ist sie? Keine Miezekatze. Dann habe ich keine Lust. Ich hol mir noch meine Pfeile, Miezi. Sind nur Schuhe, aber ich könnte die verkaufen. Hier, ich muss eh was essen. Ah, Miezekatze ist wieder da. Das ist aber komisch, dass sie kommt und wieder abhaut. Naja, die kommt auch nochmal wieder. Die kann ich jetzt eh nichts machen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde ein bisschen warme Klamotten hier. Das wäre doch mal was. Oder auch was zu futtern. Das wäre ja wohl ein Geschenk. Oder ein Kochtopf vielleicht? Warum habe ich mir eigentlich keinen Kochtopf mitgenommen? Ja, Kaffee hätte ich mir auf jeden Fall schon mal machen können. Die will mich ärgern, die Troller. Na, wart ab. Ich komm noch. Ich komm ja gleich. Ich bin gleich da. Keine Bange. Bücher und Erntewerkzeugen. Okay. Ja, ja, ja. Ich komme ja schon. Kein Stress. Kommst auch noch dran. Jetzt ist sie wieder abgehauen. Kann das sein? Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.